Beten, guten Morgen. Danke, Harald Frey, danke, Hermann Schlumpfacher, Jörg Wippel und alle anderen für die Barbara Rußmann für die Einladung. Im Grunde von muss wahrscheinlich sein, oder? Ja, ist gut. Im Grunde hat die Diskussion, die ich jetzt wollen konnte, eh schon vorweggenommen, worum es geht. Sie haben gesagt, es fehlt für die wohnbaupolitische Diskussion der Bereich Steuern, der Bereich Bodenpolitik. Dann ist das Thema gekommen, Wohnen ist auch ein Geschäftsmodell. Also im Grunde sind damit schon die Inhalte meines Vortrags umrissen. Ja, Wohnbaupolitik ist mehr als Wohnbaupolitik oder nachhaltiger Wohnbau ist mehr als die politische Materie, die dafür ursächlich zuständig ist. Wir wissen das spätestens seit dem Roten Wien, dass die Basis für gute Wohnbaupolitik oder guten Wohnbau zunächst einmal die Finanzpolitik ist oder das Bereitstellen der Mittel. Also nicht umsonst steht vor dem Wohnbaustadtrat an den Wiener Wohnbauten immer der Hugo Breitner, der ein guter Vater des Roten Wien war. Es wäre heute möglich, nur einfach so mal hingeworfen als kleine Idee. Wir haben ja eine große, breite Palette an Dingen, die die Politik der Finanzwirtschaft auferlegen könnte und 2008 nach dem großen Bankencrash auch versprochen hat zu tun. Nichts davon ist gekommen. Eine Möglichkeit wäre zu sagen, dass die Pensionsfonds, denen wir unsere quasi unfreiwillig unsere privaten Pensionsvorsorgeanteile überlassen müssen, dass die nicht in Einkaufszentren oder Büroimmobilien, die kommt weg. Ist das Mikrofon für Sie so unangenehm, wie es für mich ist? Nein. 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 Ich höre ständig zu laut, aber gut. Also, man könnte ja da den Pensionskassen zum Beispiel verpflichtend auftragen, dass sie nicht in Büroimmobilien, die im Endeffekt, wenn ich jetzt Wien hernehme, keiner mehr braucht, oder in Einkaufszentren, die eine allseits bekannte luminöse Wirkung entfalten, investieren. Also zum Beispiel der Anteil der Immobilien, Investments der österreichischen. Der österreichischen, ich rede gern so lieber. Also, ja. Besser so? Nein. Nein, okay. Okay, ja, gut, das klingt besser. Der Anteil der Immobilieninvestments der österreichischen Pensionskassen umfasst alleine 10% im Bereich Einkaufszentren, Fachmarktzentren. Also das ist ein Bereich, der könnte problemlos in den Wohnbau fließen, ja, unter den entsprechenden sozialpolitischen Auflagen. Dazu kommt ja nicht nur, dass solche Drangsalierungen einen gewissen Schaden hätten. Es geht auch darum, dass diese spekulativen Büroviertel, muss man sagen, es handelt sich ja nicht mehr um Bürogebäude, natürlich auch wertvollen Grund und Boden und wertvolle öffentliche Infrastruktur okkupieren, die für den Wohnbau genauso gut oder besser genutzt werden könnte. Wohnbau ist natürlich, aber das ist in Wien natürlich, brauchen wir nicht extra sagen, muss ein. Wohnbau hat natürlich eine massive, aber wie gesagt, das ist fast eine, heißt Eulen oder Dendragen in Wien, sozialpolitische Komponente. Wenn wir uns anschauen, wie unser Umgang mit alten Menschen heute ausschaut, rein baulich, dann ist das eben im Grunde so, wie es in der Stadtentwicklung generell ist, was separiert und schubladisiert. Und es gibt eben das Segment von betreubaren Wohnen über das und so weiter bis hin zum Pflegealtenheim. Was spricht dagegen, dass man Wohnbau viel stärker auch sozialpolitisch fördert und instrumentalisiert im positiven Sinn hin zu gemeinschaftlichen Wohnformen, hin zu, haben wir auch schon Modelle in Wien, altersdurchmischten oder generationsdurchmischten Wohnformen und da eben über die Gemeinschaft, die generationsübergreifend entsteht, auch einfach altersgerechte und somit also im Sinne auf nachbarschaftlicher Hilfe etc. etc. und eben auch gegen Vereinsamung. Wir kennen das alle, all diese Phänomene, die im Alter schlagend werden und dann zu den berüchtigten Sonderwohnformen führen, dass man das zu einem großen Teil abfedert und eben schon im Wohnbau viel stärker noch darauf Gewicht legt. Wohnbaupolitik ist natürlich, wenn man sie nachhaltig versteht, Verkehrspolitik, aber Herr Grundflacher wird sicher heute schon ausführlich dazu auch Stellung genommen haben. Wenn wir unsere Stadt, unsere Wohn
sehr wohnlastige Stadtentwicklung weiter so fortschreiten, dass sie eine sehr autogerechte ist, dass sie eben durch die Separierung in Wohnen, Arbeiten, Einkaufen eine im Grunde autoabhängige ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn unser Wohnbau dezidiert nicht nachhaltig ist, auch in Hinsicht CO2-Emissionen, Klimaschutz etc. etc. Wir schaffen im Grunde Drive-In-Wohnformen, da wo man eben aus dem Wohnzimmer mit dem Lift in die Tiefgarage fährt. Es geht nur nicht mehr auf. Wo man mit dem Aufzug einfach zum Wohnzimmer in die Tiefgarage fährt, dort aus der Tiefgarage raus, durch eine Stadt, die im Grunde ja, mit Stadt nicht mehr viel zu tun hat, hinter der Lärmschutzzone ist übrigens ein Wohnbau, ja, nicht irgendeine Gewerbeimmobilie, auf solchen Straßen durch die Stadt fährt und dann eben in die Büroimmobilie wiederum durch die Tiefgarage eintritt, unter Anführungszeichen, dasselbe ist das Drive-In-Shopping etc. etc. Es geht hin bis zum Bildungs- oder Schulverkehr mittlerweile, also das ist ja nicht alles bekannt. Ursächlich ist aber nur das Wohnen, das mich zwingt oder das mir schmackhaft macht, ins Auto zu steigen, somit auch natürlich eine massive verkehrspolitische Komponente beim Wohnen. Angesprochen wurde schon die bodenpolitische Komponente beim Wohnen. Leistbares Wohnen werden wir weniger dadurch erzielen oder leistbareres, dass wir die Baukosten noch mehr ausringen oder die Wohnungen noch kleiner machen, sondern der größte Hebel wäre natürlich der Bodenpreis. Das brauche ich vor diesem Publikum auch nicht zu sagen. Abschöpfung von Planwertgewinn steht natürlich massiv der österreichischen Verfassung im Weg, wie wir alle seit Jahrzehnten gesagt bekommen. Ich würde sagen, Politik könnte Verfassung ändern. Ja. Dasselbe ist natürlich, also nicht nur die Leistbarkeit des Wohnens, sondern auch der Städtebau, der determiniert wird durch den Bodenpreis in Wien. Auch das wissen hier alle. Der Flächenwidmungsplan kann sich noch so viel wünschen, wenn der Bodenpreis so und so hoch ist, werden die Wohngeschosse so und so viele. Ja, städtebaulich haben wir einfach auch zu wenig Steuermechanismen, um den Wohnbau besser, nachhaltig, sozialer, lebenswerter, wie auch immer zu machen. Wir haben nach wie vor dieses, was wir im Großen, wie schon erwähnt haben, nämlich die Segmentierung der Stadt in Wohnen, Arbeiten, Einkauf und so weiter, das haben wir auch auf Baublockebene. Ja, solange wir einen Städtebau haben, solange wir keine Zugriffsmöglichkeiten auf den Bestand haben, rechtlich, planerisch, werden wir weiter im dicht bebauten Gebiet große Areale haben, die komplett untergenutzt sind, monofunktional sind und daneben, neben diesen eigentlich Brachen, unmittelbar anschließend die Stapelung von Menschen beobachten, in wahrscheinlich zu hoher Dichte in vielen Fällen, jedenfalls mit zu geringer Wohnqualität aus meiner Sicht und noch dazu auch mit in der Regel sehr bescheidener städtebaulicher oder stadträumlicher Qualität. Das haben wir schon besser gekonnt. Ja, also da jammern wir jetzt nicht über Dinge, die unausweichbar sind, sondern in den 50er Jahren haben wir einen Städtebau gemacht, der genau das hatte, nämlich eine entsprechende Dichte, eine Durchmischung von Wohnen und Arbeiten, eine stadträumliche Qualität. Bitte, wo haben Sie in den Neubaugebieten so einen Gehsteig? Ich kenne keinen. Ja. Mit Funktionsmischung, Einzelhandel, Dienstleistung, sogar Gewerbe, also im Grunde über 50er Jahre, haben wir es vergessen, haben wir fast eine idealtypische Stadtstruktur neu gebaut. Also da brauchen wir mit unseren Urbanitätsfantasien oder Romantizismen nicht der Gründerzeit nachhängen. Das konnten wir damals und können wir sogar noch heute. Also Ende der 80er, Anfang der 90er, wir haben sicher schon dieselben Marktmechanismen gewirkt wie heute. Und damals ist es aber einer Gruppe von Architekten, Roland Reiner und Konsorten, gelungen, an einem Nicht-A-Standort, nämlich in der Landstraße Hauptstraße, unterer Bereich, dritter Bezirk, eine entsprechend dichte, effiziente, aber sehr qualitätvolle Bebauung zu schaffen. Wir haben eben hier vier Wohngeschosse, darunter ein Büro, Arztpraxen etc. Geschoss und darunter Einzelhandel, kein einziger Leerstand. Ich gehe jeden Tag und jede Woche einen Weg zum Fußball an diesem Gebäude vorbei. Das floriert, kleinstrukturiert und dahinter wirklich für innerstädtisches Wohnen paradiesische Wohn- und Freiraumqualität. Mit privaten Freiräumen, die entsprechend sind, den Grünraum selber sehen Sie, welche Qualität der ist. Ja, wir haben uns aber eigentlich sehr davon verabschiedet, oder es sind sehr wenige Projekte, die wir anknüpfen, was wir gekonnt haben. Die Beispiele kennen Sie, ich habe aber bewusst ohne Beispiele genannt, weil, ja, klar, Sonnenviertel, gespiegelt an dem, was ich in den letzten 6 Bildern gezeigt habe, Straßenraum, relativ autodominiert,
im 21. Jahrhundert, wir reden seit 20 Jahren von nachhaltiger Stadtentwicklung, von Stadt der kurzen Wege, von Klimaschutz, bauen wir nach wie vor Stadtviertel, Wohnviertel mit vierspurigen Straßen. Das ist nicht die einzige im Sonderviertel. Erdgeschosszonen, gibt es ein Wort dazu, das hat drei Buchstaben, tot. Ja, öffentlicher Raum dominiert vom Stehzeug. Entschuldigung. Dahinter nicht die Großzügigkeit, die wir von den 90er Jahren noch kennen, sondern eine sehr hohe Dichte mit Freiraumqualitäten. Ja, es fehlt schon mal an der Freiraumquantität, würde ich sagen. Es sind Restflächen mit bezeichnenden Nutzungen, die nicht unbedingt die sind, für die sie eigentlich gedacht waren. Mit Souterrain-Lösungen, das mich immer wieder verwundert, dass so etwas heute möglich ist. Und man kann Menschen, die hier wohnen, nicht verübeln, dass sie vom Häuschen in Grünen träumen, um es ganz einfach zu sagen. Ja. Man kann das natürlich rechtfertigen, dass die Kinder auch bei Regen draußen spielen können. Ja. Wird auch gemacht. Ich finde es als sehr armselig. Ja. Obwohl das gesamte Sonnenviertel zwei- bis dreigeschossig unterkellert ist für Tiefgaragen und dementsprechend auch die Erdgeschosszonen dort aussehen, ist trotzdem der öffentliche Raum verparkt. Also ich muss sagen, wenn wir eine Antithese zu dem, von dem wir seit 20 Jahren reden, bauen wollen, dann ist es uns hier gelungen. Ich wundere mich immer, was Planerinnen, Planern, Bauträgerinnen, Bauträgern etc. etc. alles so einfallen kann. Ja, wir wissen, ohne jetzt Roland Reiner über Gebühr zu strapazieren, die Qualität des Freiraums des Privaten ist auch eine des Schutzes vor Einblick und so weiter und so fort. Wir schaffen hier Gärten, die nicht nur den Einblick, sondern den Draufblick ermöglichen. Ja, von einer halböffentlichen, nicht einmal von einer Privat, also nicht einmal von einem geschlossenen Innenhof, sondern da kann jeder durch und schaut halt beim Grillen zu und sieht auch, wie die Tiefgaragenentlüftung so quasi den Griller noch ein bisschen anfacht. Ja. Diese Bilder brauchen, glaube ich oder hoffe ich, keinen Kommentar. Der halböffentliche Raum ist im Grunde zerstört und dahinter auch nochmal der private Freiraum durch aus meiner Sicht völlig überzogene oder in dieser Form nicht notwendige Einbauten. Ich weiß nicht, warum eine Fläche, die ohnehin keiner öffentlich nutzen wird, zu zwei Dritteln noch den, der sie privat nutzen könnte, in welcher Qualität auch immer noch vorenthalten wird. Aus meiner Sicht begonnen hat das Problem, dass wir einen nicht nachhaltigen oder einen ja, nicht optimalen Wohnbau haben, in der Phase, wo wir aufgehört haben, Städtebau zu betreiben, sondern wo wir uns auf den Siedlungsbau verlegt haben, wo wir nur für die Funktion Wohnen gebaut haben, das natürlich einhergeht mit unserer Mobilitätswende vor 60 Jahren. Das Wohnumfeld hat sich dementsprechend angepasst oder wurde dementsprechend angepasst und das hat sich auch nicht besonders verändert, als dann die Autos unter die Erde wanderten. Dann waren halt die Zeichen der unterirdischen Autoverfrachtung dementsprechend dominant im Freiraum. Damit einhergeht im Grunde dieselbe Ignoranz, was die privaten Freiräume betrifft und die Menschen zeigen ja auch mit ihrer Nutzung, wie wertvoll diese Freiräume sind für sie. Skandalös finde ich es eben noch einmal, weil es mir wichtig ist zu sagen, diese Ungleichgewichtetheit oder dieses Ungleichgewicht zwischen den Flächen, den wir für Einzelhandel wert eingeschossig in Wegwerfarchitektur und für das Parken aufwenden, und mit welcher Dreistigkeit wir Menschen übereinander stapeln. Das ist kein Bild aus Bukarest, das ist ein Bild aus der Hauptstadt des fünftreichsten Landes der Welt. Das ist der Freiraum für Kinder in der Hauptstadt der fünftreichsten Stadt der Welt. Wenn wir von Sanierung reden, dann ist das sehr oft eben Vollwärmeschutz, neue Farbe drüber und das war's. Von dem Umfeld, das wir ganzheitlich und ja, ich denke mir, in so einer Siedlungsform wäre Zugriff auch auf das Ganze möglich. Was das betrifft, sind wir weit entfernt davon. Also ich glaube, Aspern ist auch einer von mehreren und ich glaube, dass der Rahmen ist noch offen. IBA-Standorten, der IBA Wien, ich würde vorschlagen, nehmt beispielhaft die Großfeldsiedlung her
und macht einen IBA-Standort draus und saniert die so, wie Sanierung eigentlich sein müsste. Ja, und wir bauen bis heute nicht sehr viel anders. Das Beispiel kennen Sie auch. Die Dichte erübrigt jeden Kommentar. Wie es dazu kommt, wissen auch viele. Da sind wir eigentlich dann beim Generalthema, nämlich generell politische Verantwortung. Ja, da geht es gar nicht mehr nach Ressorts, die alle zum Wohnbau gehören, da geht es generell um, wie ethisch handelt die Politik. Ja, brauche ich keinen Kommentar mehr zu sagen, unterscheidet sich eigentlich nicht von den Bauten der 70er oder 60er Jahre. Auch nicht in der Qualität der Freiraumnutzung. Der einzige Unterschied ist, in der Großfeldsiedlung waren die Wohnungen vom obersten bis zum untersten Stockwerk mehr oder weniger gleich. Das, mit dem haben wir auch aufgehört unter dem Schlagwort der Sozialvermischung des Hochhauses. Und es gab sogar, das wissen Sie auch, Wohnbauten, wo die Dachzone für alle da war, nicht nur für einen. Unten, auch die Qualitäten kennen wir bereits. Ja, und egal ob Rennbahnweg oder wo auch immer, die Freiräume waren nicht immer gut gestaltet, aber sie waren da, physisch da. Auch damit haben wir in vielen Bereichen aufgehört. 6 Hochhäuser, ein Spielplatz. Und auch die Elemente im Freiraum kennen wir bereits. Ja, um wegzukommen von dem Verdacht der zeigt uns nur die hässlichsten Projekte, das ist uns ordinärer Wohnbau, größte Passivhaussiedlung Europas, damals als sie errichtet wurde, Asbahngründe, es sind überall dieselben Mechanismen. Ich bin Raumplaner, ich erlaube mir über Architektur an sich nichts zu sagen, aber im Übrigen finde ich das auch ziemlich billig von der Architektur her, was wir so in die Gegend stellen in unseren Stadtentwicklungsgebieten. Was immer dabei ist, ist natürlich die Tiefgarage und für mich phänomenale Freiraumelemente, die vor ungefähr 15 Jahren beginnend in Gewerbegebieten Einzug gefunden haben, der urbane Felsen. Ja. Hier sind ja sehr viele Wissende. Mich würde interessieren, gibt es irgendeine Magistratsabteilung, die so etwas genehmigt? Gibt es, welcher Planer traut sich zu sagen, ich habe mich dafür entschieden? Welcher Freiraumplaner, ich weiß nicht was, gibt es eine Bürgerinitiative für oder gegen so etwas? Ich habe den Verdacht, das schleicht sich ein wie ein Virus, den keiner eigentlich wahrnimmt, aber der von der ganzen Stadt Besitz ergriffen hat. Also, MA2412, das könnte sein. Ja. Ob es so Konfesen werden oder Tannenbäume, das weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls erstaunlich. Gehen Sie mal, nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, gehen Sie durch ein Neubaugebiet und zählen Sie die urbanen Felsen, die Sie da finden. Es ist unglaublich. Ja? Da könnte man jetzt natürlich wieder ökologisch kommen. Alleine die Transportkosten, das kommt ja irgendwo aus Salzburg oder wo auch immer her. Ja? Findet man ja in Machfeld nicht sowas. Also, gut. Und das ist nicht einfach nur irgendwo, das ist das Gestaltungselement, zumindest vom Gewicht her, Nummer 1 im öffentlichen Raum in Wien. Ja, wie gesagt, Verkehrspolitik ist auch Wohnbaupolitik. Zum Thema Architektur, mir kommt vor, Architektur ist oft der letzte verzweifelte Versuch, sprich Fassadenarchitektur oder Fassadengestaltung von der städtebaulichen, von der freiraumplanerischen Armseligkeit des verdichteten Stadtentwicklungswohnbaus abzulenken. Wir haben Phänomene wie Balkone, die an sich nach 3 Seiten Ausblick von 3 Seiten aus Sonne empfangen könnten, die wir aber umbauen, aus welchen Gründen auch immer. In erster Linie ist es eine Loggia dann und da kann man mehr dafür verlangen. Ich hoffe nicht, dass das der Beweggrund des Architekten war. Freiräume, wir haben überall mittlerweile Freiraumplaner in den Wohnbaugebieten. Ich sehe davon entweder sehr viel Banales oder Freiraumgestaltungen, die im Grunde den Freiraum der Nutzung entziehen. Also der Freiraum hier ist nicht nutzbar und wahrscheinlich gewollt nicht nutzbar, damit die Ruhe der Mietergärten nicht gestört wird. Bauträgerverantwortung. Ja, über die Grenzen des Baufeldes hinausdenken. Sehen wir auch viele Beispiele, wo wir noch gehörigen Nachholbedarf haben, vor allem in den Wohnbaugebieten. Das betrifft auch zum Beispiel die Tiefgarageneinfahrten baulos für baulos. Im Grunde stoßen die Tiefgaragen unten zusammen, sind vielleicht zum Teil sogar durchgängig, aber es braucht natürlich jeder seine Einfahrt. Erdgeschosszonen. Ja, hier gibt es auch bessere Beispiele, kommen noch, aber es ist schon sehr dürftig, was wir hier bieten. Das ist die Hauptachse von Montelar. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass manche Architekten dazu übergehen, dass sie die Erdgeschosszonen einfach auflösen, weil verwerten können wir sie nicht, Ideen haben wir auch keine dafür, stelzen wir das Ganze auf. Zynisch wird es dann, wenn der Architekt oder der Bauträger, ich weiß nicht, auf welchem Mist es gewachsen ist, das Ganze benennt, tanzende Säulen spannen einen Märchenwald für die Kleinen auf. Ja? Also das in einem Bereich der Verarschung der Bewohner.
prinzipiell muss ich sagen, voll begnadet für das Schöne. Wir bauen sehenden Auges solche Straßenräume, solche Stadträume, rein vom Ästhetischen, vom Kulturellen her, ja, und hinterlassen das als städtebauliches Erbe der nächsten Generationen. Auch das ist mehr als dürftig. Ich vermute, die Zeit rennt davon. Wann ist mir Ende, 11:30 oder wie? Ja, morgen feiert es sehr interessant. Noch einmal zum Thema Städtebau, die Maßstäblichkeit im Wohnbau. Ja, wir haben uns, als ich zu studieren begonnen habe, haben wir uns auf den Kopf gegriffen, wie in Osteuropa Plattenbausiedlungen mit 200, 300 Meter langen Wohnzeigen in einer Fasson quasi gebaut werden konnten, was da für Straßenräume, für Stadträume stehen. Unglaublich, wenn ein Park direkt dran ist, hat das eine gewisse Qualität, kann man nicht beschreiben. Hat aber meistens ein Gebäude auf einer Straßenseite und dort entstehen sehr viele Straßenfluchten, geprägt nicht nur von dieser Maßstäblichkeit, sondern auch von der Monofunktionalität dieser Bauten. Und was sie in der gründerzeitlichen Stadt nie sehen, nämlich dass sie untertags, selbst wenn ein Länderspiel ist oder was auch immer, einen Straßenraum, so weit sie schauen können, menschenleer finden, das finden sie in Neubaugebieten sehr, sehr oft. Man fragt sich auch, was tun die Menschen, was würden die Menschen da tun? Ja, sie kommen aus der Tiefgarage mit dem Auto und im Straßenraum gibt es nichts. Die Gebäude schotten sich fast burggrabenmäßig von der Straße ab. Es gibt natürlich viele Spielarten, das Ganze kaschieren zu können oder lustig zu machen. Zum Beispiel diese Wintergärten, die ihre Qualität haben können. Ich weiß es nicht, wie das bei 40 oder 35 Grad Außentemperatur dann ist, aber in erster Linie entwerten sie den das Wohngeschoss darunter. Ja? Und das sind Dinge, wo ich mir denke, wir haben in Wien einen Grundstücksbeirat. Da sitzen auch wirklich gute Leute mittlerweile drin. Aber warum fällt sowas nicht raus? Ja, es gibt noch andere Beispiele. Vielleicht erkenne ich die Qualitäten hier nicht. Es gibt noch bessere Beispiele. Entwertung beschränkt sich auch nicht nur auf die Erdgeschosszone. Gute Architekten schaffen es auch in den Obergeschossen, Wohnungen komplett zu entwerten mit ihrer Architektur. Ja. Eine Alternative, um nicht zu depressiv zu werden, Beispiel Wien, Beispiel Amsterdam, ja, ist gleich ein anderes Signal und man sieht auch, ich gehe jetzt nicht ins Detail ein, trotz allem dichter Städtebau auf einem sicher nicht günstigen Grund, ja, aber nicht zu dichter Städtebau. Der Grund hier wurde dem Meer abgerungen, öffentliche Räume in einer Großzügigkeit und befestigt durch Grün, Erdgeschosszonen mit einer Großzügigkeit, Gehsteige mit einer Großzügigkeit, wir haben hier in Aspern erstmals angeknüpft an diese Tugenden, teilweise. Da wird sogar gewohnt, weil Holländer auch ein anderes Verständnis vom Wohnen haben. Ja, Wohnen am Wasser oder mit Wasser kann einfach immense Qualitäten haben. Und man sieht, wenn man durchgeht, man spürt an allen Ecken und Enden, das ist Stadt, was da entstanden ist, und das sind keine Wohnburgen. Dänemark, ich zeige es eben der Innenhöfe, die mich wirklich begeistert haben, wo man eben keine Bauträgergrenzen sieht, wo man keine Tiefgaragenentlüftungen sieht, wo man ja, keine Satellitenspiegel auf den Balkonen sieht, wo man einfach nur Lebensqualität sieht. Aspern. Soll man nicht verheimlichen, ich finde, es wird sehr viel kritisiert an Aspern. Es gibt auch wie an allen was zu kritisieren, aber es sind ja doch ein paar Dinge endlich entschieden besser gemacht worden, als in anderen Gebieten, die ich ja schon gezeigt habe. Zum Beispiel, ich finde, dass die Bebauungsdichte hier in den meisten Fällen verträglich ist. Also nicht übertrieben ist, auch nicht untertrieben ist, auch das haben wir in Wien das Problem, Stichwort Kleingartensiedlungen etc. Es ist so, dass die Dominanz, auch wenn es manchen vielleicht nicht weit genug geht, die Dominanz des Autos weit nicht eine so große ist, wie zum Beispiel im Sonnenviertel, wie am Nordbahnhof. Also auch das finde ich deutlich besser hier. Es ist so, dass um die Erdgeschosszonen man endlich begonnen hat, sich zu kümmern. Es ist so, dass wohltuenderweise, aber das glaube ich, hält jetzt generell Einzug, Baugruppen Platz eingeräumt wird, reserviert wird und das belebt eigentlich immer die Vielfalt und die Qualität eines Wohnviertels, eines neuen. Und trotzdem gibt es eben Dinge, die nach wie vor mich zumindest vor Fragen stehen. Ja? Warum gibt es in manchen Bereichen der Seestadt kein einziges Haus, das aus vier geraden Wänden besteht? Nicht, weil ich das als ästhetisches Maximum sehe, sondern weil es einfach, wir reden vom sozialen Wohnbau, das günstigste ist und nicht immer auch schlecht sein muss. Also ich würde sagen, 90% der Bauten bis 1950 bestanden aus vier geraden Wänden und das sind nicht immer die schlechtesten. Wir sehen hier fast an jedem Haus irgendeine Schräge, irgendeinen Hauskragen, irgendeinen Aufstelzen, irgendein was auch immer statisch verdammt teures Detail, wo ich mich frage, was bringt's? Was kostet es und ist es wirklich besser dadurch? Im Endeffekt ist es wiederum, Beispiel Belichtung, die Entwertung der darunterliegenden Geschosse. Ich
bin kein Statiker, aber mich würde interessieren, was diese Quadratmeter oberhalb der Schläge mehr gekostet hat. Und die Großzügigkeit, die, oder die Extravaganz, die so entsteht, im Grunde hat, wirft ihren Schatten dann weiter unten. Ja? Also das sind nicht mal 10 Räume oder Lagen, die hier entstehen. Auch im öffentlichen Raum nicht. Ist es nicht so, dass hier besonderer Charme durch diese Architektur, durch diese Finessen generiert werden würde? Warum eine Balkonplatte, die ohnehin relativ klein ist, auch noch abschrägen, damit sie noch kleiner wird? Es gibt keinen Grund, außer es soll halt irgendwie anders sein. Ja, und ich denke mir, da sollte auch die Architektenschaft sich fragen, ja, wozu? Diese Dinge kennen wir bereits, aber es gibt auch ein paar Schmankerl, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Privater Freiraum in Aspern. Wobei ich nicht weiß, wofür dieses Fenster ist. Weiß das jemand? Mich würde das interessieren. Ja, man löst den geschlossenen. Okay, ich muss aufhören. Machen wir es als Film? Sehr empfehlen kann ich das Slim City. Von der Belichtung her, von den Freiräumen her, von den Laubengängen her. So, und den Rest, das fehlt alles der Zeit zum Opfer. Aber ich sage trotzdem vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.